Im Zuge der Digitalisierungsstrategie Schule 4.0, jetzt wird's digital, des Bundesministeriums für Bildung, wurde am 3. Februar an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich das österreichweite Bundes- und Koordinationszentrum e-Education Austria eröffnet. Die Aufgabenstellungen gehen dahin, dass wir die Gesamtstrategien in Bezug auf den Einsatz digitaler Medien, die in den letzten Jahren in Österreich sich entwickelt haben, bündeln und sozusagen schärfen und allen anderen wieder verfügbar machen. Und das ist hinterlegt mit einem System von sogenannten Aktivitäten, wo Schulen österreichweit dokumentieren, woran sie gerade arbeiten im Bereich der digitalen Medien, und wir das visualisieren, sichtbar machen und auch Qualität sichern. Das heißt, es geht wirklich darum, von der Volksschule bis zur Matura ein Bundeszentrum, einen Ansprechpartner, eine Initiative mit einem gemeinsamen System ins Leben zu rufen, um den Schulen die Möglichkeit zu geben, auch wirklich unter vergleichbaren Bedingungen und mit einem Projektbudget ausgestattet, Projekte in dem Bereich, im digitalen Bereich umsetzen zu können. Und wir haben damit die Möglichkeit, das auch entsprechend zu fördern. Die PH Oberösterreich als Standort und Betreiber des Koordinationszentrums erfüllt dabei wesentliche Aufgaben. Einmal wirklich die Aufgabe zu sagen, wir sind ein Weiterentwicklungszentrum und im Sinne der Unterrichts- und Schulentwicklung begleiten wir diese Maßnahmen. Zweitens, wir müssen einen neuen Orientierungsrahmen gerade im Bereich der E-Education setzen, das heißt die Sicherheit geben, was passiert denn eigentlich, wenn wir zum Beispiel in das Netz gehen, uns im Netz bewegen, möglichst selbstsicher dort sich zu bewegen. Und drittens, wir müssen diese neuen Formate in der Pädagogenbildung, wo es um das Thema E-Education geht, auch beforschen und weiterentwickeln. Ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierungsstrategie ist die Ausbildung von digital kompetenten Pädagogen. Neben einem verpflichtenden Lehrgang für angehende Pädagogen soll auch das E-Education-Netzwerk einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. Da ist ja das E-Education-Bundeszentrum eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, die da jetzt eröffnet worden ist, weil das Konzept, das im Moment am besten ankommt, ist, dass eine Schule, die da schon sehr erfahren ist, und Kolleginnen und Kollegen, die erfahren sind, das an andere Lehrerinnen und Lehrer in einer Schule, die eben da sich noch nicht so beschäftigt hat und vertieft hat, weitergeben. Das heißt, diese Peer-Learning-Konzepte der Lehrer untereinander, da kommt man sehr auf den Geschmack. Derzeit sind bereits 1120 Schulen im E-Education-Netzwerk als Member- oder Expertschule. Ziel bis Ende 2017 ist eine Ausweitung auf 2000, also knapp ein Drittel aller Schulen in Österreich. Nähere Infos zum Projekt und zur Teilnahme finden Sie unter e-education.at.